Basketboys, der Autor von Der Wurm muss den Fisch schmecken mit Power präsentieren und rhetorisch punkten. Heute gibt's den nächsten Tipp zum Thema Körpersprache. Viele Redner stellen sich etwas so vors Publikum, sprich, sie haben ihre Hände so ineinander gelegt oder so, ich nenne das die Priesterhaltung. Ganz berühmt auch hier die Merkel'sche Raute. Na, halte ich für nicht optimal. Immer was vorne den Körper beschützt, hat dann auch den entsprechenden Eindruck aufs Publikum. Nun, ich kann es verstehen, woher kommt das? Meine These ist die, dass hier vorne habe ich die empfindlichsten Organe meines Körpers und die will ich schützen. Zumal da ja im Publikum gefährliche wilde Tiere sitzen, die mich jederzeit angreifen könnten. Nun, der Umkehrschluss ist aber der, dass wenn ich mich traue, hier offen mich dem Publikum zu präsentieren, dass sie mich auch jederzeit angreifen können, dann zeugt das von Selbstvertrauen. Ja, ich fühle mich selbstsicher, weil ich brauche mich nicht zu schützen. Versuche also, nicht so wie der ja, am schlimmsten die Arme verkreuzt hat, sondern wie der die Arme auseinander hat oder einfach sie auf der Seite des Körpers hängen lässt, zu präsentieren. Damit wirst du eine stärkere körpersprachliche Ausstrahlung mit dir bringen. Dabei wünsche ich dir wie immer viel Erfolg.